So, Kollega kündigte vor kurzem sein Zuhälter Tape 5 an. Es soll im September erscheinen und ihr habt euch gewünscht, dass ich nach meinem Video zum Zuhälter Tape 4 jetzt ein Video zu Zuhälter Tape 3 machen soll. Euch interessiert, was Kollega und sein Label Selfmade Records damals ungefähr durch Spotify verdient haben. Spotify zahlt ungefähr 0,0038 Euro pro Stream. Zuhälter Tape 3 kam 2009 über Selfmade Records raus. Daher müssen von den Einnahmen sicherlich auch einige Labelkosten abgezogen werden. Was glaubt ihr, hat Kollega mit dem Zuhälter Tape 3 auf Spotify verdient? Pausiert das Video jetzt und schreibt eure Vermutung in die Kommentare. Die Auflösung gibt es am Ende des Videos. Der streamingmäßig stärkste Song ist Millennium mit 3,9 Millionen Streams. Das Feature mit San Diego liegt bei 2,5 Millionen Streams. Ich denke, das liegt daran, dass zu der Zeit, als das Album rauskam, das Streaming-Game noch nicht so groß war wie heute. Damals hat jeder den Song auf YouTube kaputt geklickt, sonst hätte so ein Song sicherlich eine zweistellige Millionen-Streaming-Zahl. Unter meinem Zuhälter Tape 5 Video, wo ich euch die ersten Lyrics vom Frühling analysiert habe, habe ich euch auch gefragt, welchen Song ihr euch wünschen würdet. Sehr viele wünschen sich den zweiten Teil von Rotlichtmassaker. Addiert man jetzt alle 17 Songs zusammen, kommt man auf insgesamt über 31,8 Millionen Streams, macht in der Multiplikation mit 0,0038 Euro 120.840 Euro. Von diesem Geld könnte man 2014 Zuhälter Tape 5 Boxen kaufen, die im September erscheinen. Mal schauen, ob das Zuhälter Tape 5 neue Streaming-Rekorde brechen wird. Zuhälter Tape 5 erscheint, wie gesagt, im September diesen Jahres. Ich habe mir hier auf YouTube schon mal die ersten 8 veröffentlichten Bars von Frühling angeschaut und analysiert. Verlinke ich euch hier am Ende des Videos. Viel Spaß damit. Kanal abonnieren und digitalen Daumen amputieren. Danke euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Rapper und welches Album ich mir als nächstes anschauen soll.